Willkommen in den Wolken über Ivalis. Willkommen in der Welt von Final Fantasy XII Revenant Wings. Der neueste Rollenspielstreich aus dem Hause Square Enix erscheint am 15. Februar für Nintendo's DS und erzählt die Geschichte des PlayStation 2 Vorreiters Final Fantasy XII weiter. Neben dem Hauptakteur Vaan trefft ihr auf eurer Reise durch die Welt von Revenant Wings auf zahlreiche weitere Final Fantasy XII Schützlinge. In insgesamt 10 Kapiteln erforscht ihr den sagenumwobenen Himmelskontinent Lemurée, den wir hier gerade mit unserem schicken Luftschiff Galbana bereisen. Auf dem oberen Bildschirm wird während eurer Abenteuer eine Weltkarte des schwebenden Kontinents eingeblendet, sodass ihr stets einen guten Überblick habt. Als Steuerknüppel für Vaans lang ersehntes Luftpiratenschiff hält der Stylus her. Wahlweise könnt ihr die Galbana jedoch auch mit dem Steuerkreuz durch die Lüfte lenken. Als nächstes werfen wir einen Blick ins Innere des Schiffes. Die Galbana dient nicht nur als Fortbewegungsmittel auf euren Abenteuern in der Welt von Revenant Wings. Auf der Brücke führt ihr handlungsrelevante Dialoge, speichert euer Spiel oder macht vom reichhaltigen Angebot des schiffeigenen Shops Gebrauch. Habt ihr alle nötigen Vorkehrungen für eure nächste Mission getroffen, haltet ihr auf der fliegenden Insel Ausschau nach einer roten Flagge. Diese Punkte markieren Orte, die ihr besuchen müsst, um Fortschritte im Spiel zu verbuchen. In der bevorstehenden Mission, die ich euch gleich zeigen werde, ist es unsere Aufgabe, einige der geflügelten Bewohner von Lemurée aus den Fängen feindlicher Luftpiraten zu befreien. Wie in fast allen Kämpfen erhalten wir auch in dieser Auseinandersetzung tatkräftige Unterstützung durch die sogenannten Esper, Wesen, die ihr während der Schlachten hinaufbeschwören könnt. Einige der Esper schicken wir nun los, damit sie dem Flügelwesen zu Hilfe eilen. Eine andere Gruppe übernimmt die Rettung eines weiteren in Not geratenen Himmelsbewohners. Alle Befehle während einer Schlacht, völlig egal ob bewegen, zaubern oder attackieren, koordiniert ihr mit dem Stylus. Die Karte bewegt ihr mit dem Steuerkreuz. Was ihr hier gerade seht, ist ein sogenanntes Portal, an dem ihr weitere Esper-Einheiten beschwören könnt. Habt ihr das Portal erobert, genügt eine kurze Berührung der heiligen Stätte mit dem Stylus und ihr könnt die kleinen Viecher herbeirufen. In jedem Kampf steht euch ein begrenztes Kontingent an Esper zur Verfügung. Erst wenn einige der hilfsbereiten Kreaturen das Zeitliche gesegnet haben, könnt ihr neue Esper hinaufbeschwören. Das Kampfsystem in Revenant Wings ist sehr eingängig und geht bereits nach wenigen Missionen spielend von der Hand. Einzig und allein die Übersicht im Schlachtgetümmel lässt an einigen Stellen Wünsche offen. Versammeln sich 10 oder mehr Figuren auf einem Fleck, um aufeinander einzudreschen, ist es wahrlich kein leichtes, den Überblick zu bewahren, geschweige denn deutliche Befehle an die eigenen Truppenmitglieder zu geben. Final Fantasy XII Revenant Wings hat uns wirklich jede Menge Spaß gemacht. Die Kämpfe sind motivierend, die Story spannend erzählt und die DS-Steuerung funktioniert tadellos. Ergänzt durch drollige Charaktere und einen wunderschönen Soundtrack wird Final Fantasy XII, die Flügel des Racheengels, zu einem packenden Abenteuer, das euch für mindestens 40 Stunden an den DS fesselt.